Montag. Lena, aufstehen. Heute ist Schule und Kindergarten. Okay, ich stehe ja schon auf. Donnerstag. 6:30, Zeit zum Aufstehen. Nein, nein, nein. Freitag. Ich will noch nicht. Ich will aber noch schlafen. Es ist schon 6:45. Allerhöchste Zeit zum Aufstehen. Kommt raus aus den Betten. Du musst sofort aufstehen, sonst kommst du zu spät zur Schule. Nur noch heute, dann ist Wochenende. Wochenende. 6:00. Endlich Wochenende. Heute haben wir ganz viel Zeit zum Spielen. Ich fange gleich schon mal damit an. Aha, Lena ist bestimmt auch schon wach. Ich schau mal nach. Guten Morgen, Anna. Du bist ja auch schon wach. Klar, ich habe schon eine ganze Weile gelesen. Ich lese nämlich am liebsten im Bett. Und am Wochenende habe ich hier schön meine Ruhe. Dann können wir jetzt zusammen spielen. Ja! Am liebsten bauen wir mit unseren Figuren eine eigene Welt auf. Papa hat uns so versprochen, dass er heute die Schiffe aus dem Keller holt. Dann können wir mit unseren Figuren auf den Schiffen spielen. Stimmt, komm, wir fragen ihn gleich. Papa, es ist Zeit zum Aufstehen. Oh, was ist denn? Holst du uns die Schiffe aus dem Keller? Wie viel Uhr ist denn? Oh, es ist ja gerade erst 6:30. Allerhöchste Zeit zum Aufstehen! Wollt ihr nicht noch mal ein bisschen schlafen? Nein, wir sind doch schon richtig wach! Und dabei hättet ihr heute mal so richtig schön ausschlafen können. Nö, wir wollen doch spielen! Komm, Anna, wir gehen wieder hoch. Die Schiffe hole ich euch dann später. Ich gehe jetzt mal duschen. Ja, ich bleib noch ein bisschen liegen. Niki, Flecki, guten Morgen. Wochenende oder nicht, macht für euch auch keinen Unterschied. Ihr wollt immer zur gleichen Zeit Frühstück, hm? Dann stehe ich eben doch auf. Holst du uns jetzt die Schiffe, Papa? Das mache ich gleich nach dem Frühstück. Geht euch doch schon mal anziehen und dann frühstücken wir. Ich mache Kaffee, willst du auch gleich ein? Oh ja, gerne. Gibt es schon Frühstück? Gleich. Helft ihr mir, den Tisch zu decken? Okay. Mhm. Bei uns gibt's Nutella, Marmelade oder Honig. Oder ein Zuckerstreuselbrot. Habt ihr das schon mal probiert? Aus frischem Obst mache ich einen Fruchtshake. Was ist euer Lieblingsobst? Ich esse am liebsten Melone. Und ich saftige Äpfel. Ich backe mir Brötchen auf. Wir haben hier auch noch Brötchen. Sucht euch was aus, Kinder. Fertig! Du hast aber einen Schokoschnaus. Das ist jetzt die neue Mode. Komm, ich helfe dir. Geht ihr dann Zähne putzen, ja? Papa, die Schiffe! Ja, jetzt hole ich euch die Schiffe. Ja, juhu! Danke, Papa. Die sind so toll. Komm, wir spielen. Tut. Abfahrt. Habt ihr schon Zähne geputzt? Nein. Nö. Dann kommt jetzt mal ins Bad. Zähne putzen muss man auch am Wochenende. Wir waren gerade so schön am Spielen. Eigentlich solltet ihr heute baden und Haare waschen. Oh, ich will lieber duschen. Das kannst du auch machen. Aber Haare waschen auch. Ich könnte mein Schiff doch mit in die Wanne nehmen. Kannst du machen. Ich hol's gleich. Also Anna, eigentlich ist das Schiff ja viel zu groß für die Wanne. Du hast ja selbst fast keinen Platz mehr. Das ist mir egal. Das Schiff muss mit. Meine Männchen wollen doch mal auf echtem Wasser fahren. Mama, ich bin fertig. Prima, dann föhne ich dir jetzt die Haare. Schaut mal schnell her, mein Schaufelraddampfer hat ganz viel Schaum geschaufelt. Oh ja, der Schaum hängt ja sogar in den Pflanzen da hinten. Du kannst jetzt auch wieder rauskommen. So, noch föhnen.
Und dein Schiff braucht noch eine Extra-Dusche, damit der ganze Schaum wieder abgeht. So, sauber und trocken. Ich will nicht mehr mit den Schiffen spielen. Die Sonne scheint schon. Gehen wir raus. Ja, ich komme mit. Wenn es schönes Wetter ist, dann spielen wir am liebsten draußen. Trampolinspringen macht total Spaß. Schaukeln auch. Ich räume mal den Frühstückstisch ab. Heute Mittag soll es ziemlich warm werden. Ich setze mich noch ein wenig in die Morgensonne, bevor ich dann nachher noch duschen gehe. Ich gieße noch schnell alle Pflanzen. Oh, Michael, das ganze Blumenwasser tropft herunter. Oh je, Entschuldigung. Oh, jetzt bin ich ganz nass. Du wolltest doch duschen, oder Mama? Na ja. Vielleicht möchtet ihr euch gleich noch eine Geschichte anschauen. Dann könnt ihr euch hier eine aussuchen, einfach draufklicken und weiterschauen. Bis bald. Tschüss.